Ubisoft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Anno 1800. Ja, 22:05 habe ich noch nicht ganz durchgespielt, aber schon ziemlich viel von gemacht und das hat mich doch sehr stark gepackt und jetzt ist Anno 1800 draußen und ich habe gestern mal kurz reingeschnuppert, um einfach mal zu sehen, ob es sich überhaupt lohnt, das Ganze als Let's Play aufzunehmen. Und ich muss sagen, bisher bin ich begeistert. Ich mag ja auch generell so diese Aufbauspiele, habe allerdings noch sehr wenige davon hochgeladen, beziehungsweise bei mir auf dem Channel. Aber nichtsdestotrotz mag ich sie sehr gerne und vielleicht interessieren euch ja auch Aufbauspiele, beziehungsweise speziell auch die Anno-Spiele. Dann kann ich euch dieses hier wirklich nur empfehlen. Wir legen mal los. So, wir beginnen natürlich erstmal mit einer Kampagne. Wählen uns diese hübsche junge Dame aus. Ich würde sagen, pink oder lila, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, aber damit es ein bisschen hervorsticht, nehmen wir einfach mal das Pink und den Baum hatte ich beim Antesten auch ausprobiert, der ist ziemlich weit unten hier, weil ja, Bäume sind halt unsere Lebensgrundlage. Unser Spielername ist natürlich Gameplayerin. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Ja, Dynamitfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Und damit weißt beginnt noch, unser Abenteuer, wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber er lässt mich nicht reden. Da ist noch etwas Dynamit übrig. Darf ich jetzt endlich? Danke. Es gibt massenhaft Fisch in dieser Bucht. Moment, ich muss erstmal. Keine Sorge. Nein, falsche Taste. Ja, ja, ja. Geh einfach dahin. Beziehungsweise da schwimmen, fahr, wie auch immer. So, aufgrund der Tränenflecken schwer zu entziffern. Kann man den eigentlich lesen? Wenn du mir noch lesen? Nicht einmal verrätst, dass du eine Schwester hast, was verschweigst du mir sonst noch alles? Okay, kann man anscheinend nicht lesen. Irgendwo hier sollten jetzt gleich Fische kommen, genau. Und zack. Zu spät, du warst so weit weg, Junge. Du würdest den Hintern einer Kuh selbst mit einer Zitar verfehlen. Jaja. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Du sprengst nur Korallen, du Grobian. Wenn er mal direkt reagieren würde, wäre das auch einfacher. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Achso, ich bin noch nicht. An den verbrannten Geruch muss ich mich noch gewöhnen. So, wir haben unsere ersten Fische geangelt. Guter Fisch, frisch auf den Tisch. Oder dünner. Ich kann noch nicht mal aussprechen, was ich denke. Seid her, was ihr dieses Mal dabei habt. Dynamitisiert oder so, wollte ich glaube ich sagen. Ich weiß es nicht genau. So, liefern Sie an Paketbüro 3 Tonnen verkohlter Fisch. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal dahin.
Wo sind wir denn? Da. Was ich sehr schön finde, dass man hier auch so schön reinzoomen kann. Dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Das ist schön. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Warum nicht? Ach, schönen kleinen Paradies. Das war's. Paradies. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Also ich sag mal, nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Ich bin jetzt, da Vater eingekerkert ist, es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Warum darf man hier eigentlich nie sprechen in diesem Spiel? Ich finde das unerhört. Egal, was man macht, man wird ständig unterbrochen. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Ja. Egal, wie weniger gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Oh ja. Ich mag es sehr ruhig. So, damit sind wir bei Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Ja, ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe alle DLCs und so weiter, was das Spiel weißt, benötigt. Du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Ich muss mal eben Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Darf ich anfangen? Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Ja. Darf ich jetzt? Ich biete Ihnen meine bescheidenen Dienste an und bin zuversichtlich, dass sich Ihre prekäre Lage bald schon ändern wird.
Darf ich? Endlich? Bitte? Ich muss mal eben kurz was ausprobieren. Ja, genau. Okay. Ich muss nämlich jetzt wissen, ob man damit schnell speichern kann. Das habe ich vorher nämlich noch nicht herausgefunden. Ja, sehr schön. Also, wir fangen erstmal mit den essentiellen, wichtigen Dingen an. Das war jetzt zwar doppelt gemoppelt, aber okay. Wir sollen einen Marktplatz bauen. Das ist immer sehr gut, aber ich baue den nicht zu nah am Lager dran, sondern so ein bisschen nach oben. Straßen brauchen wir natürlich auch. Ich habe es übrigens so eingestellt. Oh ja, das war natürlich wieder klar, dass das jetzt so nicht funktionieren würde. Ja, komm, zieh hoch. Zieh hoch. Ja, brav. Ich habe es übrigens so eingestellt, weil ich mich nämlich kenne und ich das Spiel jetzt sehr lange nicht mehr gespielt habe, dass man die Gebäude kostenlos bewegen kann. Das war für mich persönlich sehr wichtig. So, also, wir haben schon mal einen Marktplatz und wir brauchen natürlich Menschen. Das heißt, da Bauernhaus. Ich würde das Ganze auch gerne drehen. Ich weiß, dafür gibt es auch Tasten. Da muss ich gleich mal nachgucken. Wir fangen... Nee, ich fange... Ach nee, das ist noch nicht freigeschaltet. Schade. Aber ich denke mal nicht, dass das so tief reingeht. Wir fangen mal hier mit dem Bauernhaus an. Erreicht. Ja, das ist ja schön. Wir haben das Zeitalter der Landwirtschaft. So. Bleibst du aus meiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Der Typ ist irgendwie abartig, ne? Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. So, so sieht der Marktplatz hier aus. Sieht schon ganz nett aus. So, bauen Sie 10 Bauernhäuser. Genau, da waren wir ja noch dran. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie weit ich das jetzt nach oben mache. Also ich mache immer extra gerne die Straßen dazwischen. Zum einen stehen die da nicht so eng aneinander. Zum anderen hoffe ich zumindest immer, dass man dann vielleicht verhindern kann, dass die direkt alle am Brennen sind. Wobei das, naja, meistens nicht verhindert hat, dass die am Brennen sind. Aber man kann es ja mal versuchen. So. Straßen sind immer ganz wichtig für mich. Wir haben ja aktuell noch das Geld, um alles zu bauen, was wir brauchen. So, beherbergen Sie 50 Bauern. Ist schon irgendwas freigeschaltet? Ah ja, sehr wichtig. Wo machen wir die denn am besten hin? Ich würde sagen, hier unten irgendwo in die Ecke. Das hört sich jetzt doof an. Was ich am Anfang nicht wusste, was ich leider etwas später festgestellt hatte, dass man hier zwei verschiedene Sachen aussuchen kann. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Ey! Samuels Erbe, oder? Leute. Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Mhm. Edward der Retter. Herr Edward Good spricht von einer goldenen neuen Ära für Good und Sons, wobei er tapfer die Bürde trägt, die sein verräterischer Bruder vor seiner Tür abgeladen hat. Ja, reine Politik. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. So, damit ich den größtmöglichen Nutzen habe, muss ich nämlich schauen. Machen wir das ungefähr hier hin. Und, ach so. Ja, das ist jetzt natürlich wieder doof. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und hier das Gleiche. Ach, es ist ätzend. Und wir können die Sachen, glaube ich, noch nicht von Anfang an wegmachen. Können wir noch nicht, nee. Ja, das ist dann doch schon ein bisschen ätzend. Vor allen Dingen, weil das jetzt nicht da dran ist. Da müssen wir die Wege nachher wegmachen. Ist das? Nee, das ist auf jeden Fall klein genug. Das können wir so wegmachen durch unsere Arbeiter. Das ist schon mal gut. So, die 46 Bauern.
Ja, Baukosten. Okay, wir kriegen auf jeden Fall noch was. Das ist auch gut. Wieso haben die denn das Sägewerk direkt aufgebaut, aber nicht die Häuser? Das ist auch sehr intelligent. Naja, gut. So, sobald das nämlich weg ist, können wir uns hier Rohstoffe holen. Heißt mit anderen Worten, wir können wieder bauen. Entfernen Sie Wohnviertelruinen. Ja, das haben wir jetzt gerade gemacht, Vater, aber wir hätte können nicht gerne gewollt, was machen. Dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Wir sollen aber die nehmen. Okay. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Ja, wir sind doch gerade dabei. Alles. Tüti. Es lindert den Schmerz, das schneller. Wenn mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Ja, finde ich auch. So. Hallo, es wäre schön. Nein. Jetzt aber. Jetzt ist das Ganze zumindest verbunden. Das ist schon mal gut. Ein Lagerhaus. Ja. Ich kümmere mich doch hier gerade um alles. Ist doch alles gut. So, wir brauchen vor allen Dingen ein Lagerhaus hier in der Nähe, weil sonst die Wege mal wieder zu weit sind. Und was wir aber auch brauchen, was ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen ein Sägewerk, beziehungsweise in dem Fall zwei Sägewerke. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Können wir die jetzt? Die können wir immer noch nicht, ne? Haben wir immer noch nicht genug Kräfte für. Okay. So, Lagerhaus. Lagerhaus wäre hier natürlich auch nicht verkehrt. Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Nicht alle unsere Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern. Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Leute, ehrlich. So, wir werden jetzt erstmal eine Fischerei hier hinstellen. Das können wir nicht so tief reinmachen, aber das ist... Ist das okay? Weil das ist so am Blinken. Ne, das scheint aber okay zu sein. Okay. Freie Küste erforderlich. Hm? Okay, machen wir es dahin. Gut. Wir wollen natürlich... So, das machen wir mal bis nach hier, damit dann auch gewährleistet ist, dass man überall rankommt. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, bauen Sie eine Fischerei. Da haben wir sogar schon zwei gebaut. Achso, die sind noch nicht gebaut worden, ne? Wir brauchen noch die Bretter. Die Bretter sind aber in der Produktion. Uns fehlen Waren. Ja. Werden euch doch gerade angeliefert. Leute, ernsthaft jetzt. Ich muss hier aber erstmal den ganzen Mist weghaben. Das kann ich aber erst, wenn ich in der höheren Stufe bin. Da kann ich doch jetzt nichts für. So. Die können wir schon mal machen. Zack. Zwischendurch ist es natürlich auch immer wieder wichtig, um auf die Bedürfnisse zu achten, weil die wollen nämlich jetzt die Fischerei haben. Die wollen eigentlich auch Arbeitskleidung haben, aber die haben wir jetzt leider noch nicht freigeschaltet. Kommt aber alles noch. So, wir müssen mehr Häuser bauen, weil wir mehr Bauern beherbergen sollen. ich versuche das eigentlich immer so in zwei Reihen zu machen. Da kann man überall bauen, ne? Wobei ich dann die eine Reihe meistens größer ziehe. So. Stellen wir schon mal alles hier hin. Müssen wir dann aber manuell noch vergrößern. Ein Handelsabkommen zwischen Konkurrenten wurde aufgekündigt. Was? Ach so, hat mit mir jetzt aber nichts zu tun. Ich wollte gerade schon sagen, Leute, macht mich hier doch nicht total beschugger. So, die haben genug zu tun. Wir warten. Nee, jetzt können wir bauen. Okay. Wir sorgen natürlich erstmal dafür, dass wir genug zu essen haben. Das ist das Wichtigste. Und dann schauen wir natürlich, dass wir den Rest auch bauen können. Leider läuft die Produktion jetzt nicht ganz so schnell, weil wir nur ein Sägewerk haben. Das zweite schalte ich hinzu, sobald ich hier nach oben den Weg hochbauen kann.
Sobald ich hier nach oben den Weg hochbauen kann. Das war jetzt ein tolles Deutsch. Aber egal. So, das möchte ich dann nämlich verbinden. Nur wir haben noch nicht die... Dass die Bauern weder das Werkzeug noch die Kraft haben. Ah, okay. Ich weiß, was wir dafür brauchen. Allerdings dauert das etwas, bis wir das kriegen. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob wir vorerst vielleicht da oben noch eins hinmachen sollen. Sägewehr kann man ja hier unten. Viel Platz brauchen die ja jetzt nicht unbedingt. Machen wir da eins hin. So. Zack, mit Anbindung. Perfekt. Dann bauen wir hier. Genug Essen sollten wir ja theoretisch haben. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie man, ohne das jetzt nochmal manuell anzuklicken, das Ganze automatisch machen lassen kann. Deswegen, ja, muss ich das leider so machen. Dann bauen wir natürlich die Straßen zwischendurch auf. Und sobald wir können, kann ich aus Erfahrung mit Anno-Spielen nur sagen, sollten wir definitiv auch eine Feuerwehr bauen. Weil, ja, ich habe schon diverse Erfahrungen mit Bränden und Ähnlichem. Im Moment haben wir noch nicht allzu viel freigeschaltet. Wir müssen noch ein paar Häuser mehr bauen. So, sieht schon mal gut aus. Da brauchen wir noch was. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin. Perfekt. Können wir hier auch direkt mal rumbauen. Auch wenn die Häuser an sich noch gar nicht gebaut sind, aber egal. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr schön. Und damit ist auch die Arbeiterkleidung freigeschaltet. Entfernen Sie verlassenes Marktviertel. Wo ist das denn? Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Sehr schön. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Ja, 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 ich bin ja schon dabei. So, ein wenig Leben. Was natürlich immer wichtig ist, ist auch die Schnapsproduktion. Dafür brauchen wir den Kartoffelhof. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Wusst, wieso sind die unzufrieden? Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Dann machen wir halt jetzt erstmal die Arbeiterkleidung, weil die wollen die ja auf jeden Fall haben. Das Problem ist jetzt nur, oh, das kann ich noch einsammeln. Wo mache ich das am besten hin? Ach so, die haben wir. Genau, okay. Wo mache ich das jetzt am besten hin? Ich würde gerne hier unten nämlich die Häuser bauen und hier gerne die Holzproduktion machen, damit das Ganze relativ gut hier dran ist. Könnten rein theoretisch das Ganze so ein bisschen außerhalb setzen. Schönen Tag auch. Ja, ja. Wie es recht ist. Da oben darf man nicht, so wie es aussieht, ne? Okay. Dann machen wir das so. Und ist natürlich jetzt die Frage, wie das hier unten mit den Häusern auskommt. Moment, ich würde mal sagen, ich setze da erst noch mal ein paar Häuser hin. Das könnte jetzt schon zu viel sein. Ach, jetzt ist das wieder... Och, kotzt mich das an mit diesen Ruinen. So, das würde jetzt im Endeffekt genau passend hier durchziehen, aber ich darf mal wieder nicht wegen der Ruinen. Das ist sowas von ätzend. Das heißt, ich baue das bis da weiter und ziehe es erstmal so hoch, damit wir auf jeden Fall eine Verbindung haben. Kein Lagerhaus in Reichweite. Ja, ich weiß, diesen Mist haben wir jetzt auch wieder. Dann bauen wir natürlich direkt ein Lagerhaus hier oben in die Nähe. Und wir bauen noch die Weberei dazu. So.
So, müssen wir uns mal ein bisschen angucken hier. Ich würde nur sagen, dass wir... Kann man das direkt schon wegmachen? Ja, das kann man wegmachen. Perfekt. Ach, hier oben ist ein Eingang. Das sehe ich ja jetzt erst. So, das kann man... Doch, das kann man auch wegmachen. Ach, super. Kriegen wir natürlich auf jeden Fall Bretter nochmal zusätzlich. Und wir kriegen dann auch den Platz, den wir brauchen. So, wenn wir jetzt hier endlich mal frei haben, könnten wir hier nämlich auch nochmal eine neue Schäferei hinstellen. Ich wollte schon Weberei sagen. Weberei war das andere. So, das Wirtshaus ist freigeschaltet. Ah, und die Feuerwehrwache. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, sobald die freigeschaltet ist, sollte ich sie definitiv auch bauen. Also, die stellen wir mal hier hin. Und... hier hin. Können sie direkt ihre Wasservorräte direkt wieder auffüllen. So, das sind, glaube ich, immer... Nee, das sind drei hoch. Das ist aber die gleiche, okay. Dann haben wir da und da hätten wir die dann, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann mache ich die schon mal dahin. So, ich weiß jetzt nicht genau, welche Reichweite die hat, aber ich denke mal, dass die hier alles umfasst. Haben wir das jetzt abgebaut hier? Ja, perfekt. So, dann können wir eine neue Schäferei hier reinstellen. Stellen wir die direkt hier hin. Wir müssen ein bisschen Platz haben, dann nicht, dass die eine auf einmal anfängt zu brennen oder so. Das wäre jetzt nicht so günstig. So. Nein. Och, was machst du denn? Sollte ich da hinstellen, wo ich dich hinstellen wollte, nirgendwo anders. So, dann den Weg. Zack. Und die Frage ist jetzt, die haben jetzt schon 99%, also würde ich sagen, wieso fühlen die sich nicht gut? Was soll denn das hier schon wieder? So, dann würde ich sagen, dass ich hier nochmal eine Weberei hinmache. Nichts ist leicht, oder? Wie unzufriedener Bürger. Hallo, eure Bedürfnisse sind alle gedeckt. Um den Verbrauch zu verbieten, okay. Ja gut, die Sachen sind noch nicht rüberkutschiert. Also sie sind zwar in der Verarbeitung, Versorgung verbessert sich. Ja gut, okay. Was wollen die denn haben? Umweltverschmutzung? Also die wollen sie natürlich nicht haben. Inselzufriedenheit... Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein Wirtshaus bauen. Der Bauer die Rösslein einspannt, er setzt seine Fell. Ja, genau. Also wir bauen hier erstmal ein Wirtshaus hin. Und wir müssen natürlich auch was produzieren, damit das Ganze dann dahin kommt. Da würde ich wieder sagen, dass wir das ein bisschen außerhalb machen. Schnapsbrennerei. Der brauchte, glaube ich, viele Kartoffelfelder, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Moment, ich werde jetzt erstmal die Schnapsbrennerei nach hier vorne stellen. So. So. Ja, 72, genau. Da braucht er nämlich ziemlich viel. Dann würde ich sagen, bauen wir die hier hinten an. So. Und so. So, wir wollen natürlich auch, dass alle hier genügend Alkohol haben. Dementsprechend machen wir hier noch eine zweite hin. Und müssen auch gleich nochmal unsere Bevölkerung wieder vergrößern. So, dann noch eine Schnapsbrennerei. Zack. Was haben die jetzt hier für Probleme? Sich nicht von alleine. Ja, ist ja alles okay. Ich muss nur erstmal bauen und dann
Achso, Moment, nein. Ich muss nur erstmal bauen und dann kann ich auch den Rest hier machen, ne? Also jetzt hier mal keine Panik, Leute. Das kriegen wir schon. Oder wie die Superseuche mal gesagt hat, wir schaffen das. So. Machen wir so. Und hier auch nochmal einen Weg hin. Zack. So, und dann machen wir das, was ich eben schon angedroht habe. Wir machen mehr Bauernhäuser hier hin. Nein. Ach, Leute, echt jetzt. Macht es doch dahin, wo ich draufklicke. Nein, das ist ein Marktplatz. Stopp, stopp. Den wollen wir nicht. Also, den haben wir schon. So. Kann ich hier mal rausgehen, bitte? Hallo. Ja, es wäre ganz schön, wenn ich was anderes anklicken dürfte. So. So. Überall schön die Straßen durchziehen, soweit es geht. Ganz wichtig, besonders für die Feuerwehr. Na, wollen wir ja nicht vergessen. Hier ist das jetzt natürlich etwas blöd gelaufen. Da würde ich sagen, nee, nicht ausbauen. Machen wir den raus. Ja, den wollte ich jetzt eigentlich nicht rausmachen hier. So, und bauen das dann nach hier vorne. Och, geh doch. Ja, von mir aus machst du es erstmal nach da. Das ist auch okay. Da kann er noch nicht. Ist auch alles in Ordnung. So, und dann versetzen wir die Feuerwehr noch eins nach hier, weil wir ja platzsparend bauen müssen. Du ehrst einen Unsterblichen. So, halten Sie in der Region 70% der Schnapsversorgung für eine Minute. Da können wir jetzt erstmal drauf warten. Was ist schon perfekt? Ja, was ist schon perfekt? Gute Frage. Wieso? Ach so, wir haben nicht genügend Arbeiter, oder wie? Das ist okay. Sind Wartungen erforderlich? Pausieren Sie Produktion und Kosten, hä? Was heißt Wartungen? Bauern, Arbeitskraft, minus 25. Oje, oje. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Hallo. Irgendwie ist das Spiel hier gerade ein bisschen am Haken. Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Ja, wir sind schon ein wenig stark drüber über die Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir warten jetzt noch eben die 10 Sekunden ab zum Prosit auf die Zukunft. 3, 2, 1. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Ja, das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Es mangelt an Arbeitskraft.